Hallo Leute, Terraria Calamity. Und diese Folge ist anders, denn ich habe aus Versehen meine Stimme nicht mit aufgenommen. Deswegen muss ich die Folge jetzt nachsprechen. Ist aber auch egal, denn ich habe hier irgendwo Gravitation Potions gefunden. Und damit gehe ich jetzt auf die Suche nach fliegenden Inseln. Ich gleite wie ein Adler durch die Lüfte. Da ist auch schon eine fliegende Insel. Und sie hat eine Star Fury, was ziemlich nice ist. Aus der Star Fury kann man später so ein Hard-Mode-Schwert craften. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach zurücklegen, bis ich dann die Sachen habe. Aber egal. Außerdem setze ich hier Seile, damit ich später wieder auf die Insel kann und ich keine Lust habe, jedes Mal dafür ein Potion zu benutzen. Und hier ist noch eine fliegende Insel. Aber wow, es ist so ein nutzloser Wolkensee. Der hat kein Loot. Die sind halt wirklich nicht so toll. Und noch einer davon. Yay. So, außerdem aus den Federn der Harpien kann man neue, coole Items craften. Sogar ziemlich viel. Und alles, was ich dafür brauche, ist noch mehr Federn. Stirb, Harpie. So, ich habe jetzt ein paar Federn und ein bisschen Aerolite. Und damit kann ich zusammen an der ein paar Pre-Hard-Mode-Flügel machen. Und ich muss sagen, mir gefallen die gut. Ich mag diese Pre-Hard-Mode-Flügel. Die fliegen zwar nicht so hoch, aber man gleitet und man bekommt keinen Fallschaden. Und sie sind echt super. Und seht sie euch an, wie majestätisch. Außerdem kann man von dem Loot von fliegenden Inseln eine neue Rüstung und ein paar Waffen machen. Die will ich auch. Nur craftet man die an der Windmill. Und ich habe keine Windmill. Ich brauche mehr Wolken. Jetzt habe ich eine. So, neue coole Waffe. Wie heißt das Ding? Mir egal. Es schießt coole Federn aus Gold. Nice. Und die Waffe macht guten Schaden. Ich mag diese Waffe. Diese Waffe ist toll. Außerdem mache ich mir ein bisschen der neuen Rüstung, dessen Namen ich gar nicht erst versuchen werde auszusprechen. Also, ja, keine Ahnung. Sie ist besser als die ich jetzt habe. Und man macht sie aus Federn und Aerolite. Also ja, ganz in Ordnung. Außerdem gibt es in der Corruption einen neuen Boss, das Hive Mind. Und zwar spawnt immer diese seltsamen Dinger auf dem Boden. Und wenn man die tötet. Ja. Ja, dann spawnt das Hive Mind. Und das Hive Mind, das ist so eine Art wie Brain of Cthulhu, nur in der Corruption. Und es hat genau wie das Brain so zwei Phasen. In der Phase 1 ist es einfach nur. Und viele kleine nervige Viecher, die man töten muss. Und man kann das Brain selbst nicht attackieren, glaube ich. Oder doch, ich weiß es nicht genau. Und dann in Phase 2. One-on-one-me-mate. Versucht das Ding in dich reinzufliegen. Und dann stirbt es. Und das Hive Mind, das lässt ziemlich coole Sachen fallen. Und zwar diese True Shadow Scales. Und aus diesen True Shadow Scales kann man sehr viel machen. Hauptsächlich so Corruption-Waffen. Und in der nächsten Folge, wenn alles in Ordnung ist, kann ich euch dann alles zeigen. Dann zeige ich euch alles im Detail. Also stellt euren Wecker auf den 1.10.2079, denn dann kommt ein neues Video von mir, wenn ich wieder aus dem Kyro-Schlaf erwacht bin. Bis dann. Ja. Ciao.